Hallo Leute, ich hänge hier so rum. Ich kann mich mal aufrecht hinsetzen. Wir bauen jetzt gerade einen Titan Cage. Das ist Blackie Port in Titan Cage. Guckt euch das an, das Riesending. Ein paar von euch hat mich gefragt, wie wir den das letzte Mal gebaut haben. Der ist, wie viel waren das jetzt? 14 Foundations breit und 14 Foundations lang sozusagen. In Quadrat aus Foundations. Und dann noch mit der Doorframes. Und wie hoch? Was hast du gesagt? 25, ne? Nee, noch höher. Noch höher. Noch höher. Okay, also mindestens 25 Dingsies hoch oder noch höher. Und dann kommen da mehrere Gens rein, also mindestens zwei, eher drei. Und damit im Endeffekt, das ist dieser mittlere Kern. Und der hängt halt oben und unten dran. Das heißt, wenn du unten wegsprengst, der hängt dann nach oben an den Hedge-Frames, die wir dann setzen. Und wenn du das oben weghaust, dann steht er unten halt noch. Und dadurch ist der rechteckig sicher, also ganz gut. Und viele, man kann den halb Tech, halb Metal bauen. Wir haben uns jetzt nur für Metal entschieden. Also man könnte jede zweite Foundation auch zu Tech setzen. Machen wir aber nicht, weil wir denken, dass der halt getech-rext wird. Und da macht es natürlich Sinn, mehr aus Metal zu bauen, weil es durch Tech ja schlechter wegzubekommen ist. So, ich hole Turrets und einen Djinn. Wer pfeift hier? Wer pfeift hier? Das war ich. Isa. Nee, 5 Höhe. Okay. Es kommt nach 5. Hedgeframes. Das waren 6 Stück oder so. 1, 2, 3, 4, 5. Sind die hin? Und das komplett durch? Komplett. Die ganze Fläche, ja. Also sobald wir hier damit fertig seid und wir ein bisschen Stuff wieder haben und so, dann müssen wir auf jeden Fall hier oben auch noch was hinstellen. Jen, lasst ihr nur den einen oder macht ihr noch einen zweiten auf der Mitte? Drei es machen wir. Es kommen insgesamt drei. Drei, okay. Einen in der Mitte und dann kommt einer noch so oben an diese Spitze da, weißt du? Da kommt noch so ein Turm nach oben. Genau. Ich hätte jetzt keinen Bock, mit den 40er Stegos den Titan Cage zu sorgen. Nicht. Oh, unsere ja, Turrets schießen, unsere Turrets schießen, PvP-Cooldown. Wir haben oben auf der Klippe steht jemand. Boah, gut, dass wir schon Turrets gesetzt haben. Uff. Ich sehe ihn gerade nicht mehr. Oh, es sniped auf mich. Ich werde gesniped. Ja, wir sind auf dem Weg. Ich baue mal weiter. Ich sehe hier weit und breit, aber keinen. Ehrlich ich auch nicht. Er schießt auf mich! Ich werde gesniped! Schießt auf mich! Er schießt auf dich? Ja! Von wo? Genau neben mir eingeschlagen, zweimal. Wenn ich noch einmal getroffen werde, rippe ich. Ich hab auch also Techname auf alles. Ich versteh's gar nicht. Ich auch, same. Also keine Ahnung. Da oben ist wer geboostet? Ist das einer von uns? Nee. Wir sind alle. Hab ihn, er ist hier. Oh, nein, mein Dings. Astro. Ich hab nichts zum Schießen dabei. Ja, aber es sind zwei. Zwei, okay. Oh, Leute. Boah, da treffe ich. Er steht da oben. Ich seh's gar nicht, ich seh dich überhaupt Pilz. Nicht. Der versucht hier Rock zu schießen. Wow, wie schnell bin ich tot? Wenn du aus der Cave rauskommst, oben rechts in der Ecke. Thanks. Ah, die Tech Raffle meinen Rock Drag. Okay. Jetzt sehe ich sie nicht mehr auf ihren Pilzen. Die sind da ich habe den einen gut gehittet und den anderen habe ich 4 Hits hintereinander gedrückt. Ich probier's mal. Ja, wo sie gerade sind. Doch, der ist da noch. Ja, da rechts. Er ist gerade gedroppt, ne? Er ist unten. Ja. Oh mein Gott, K-Flag. Instant auf mich. Ich gehe wieder. Oh mein Gott, wieder die Schere ausgewählt. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich hole ein Force Field. Probiert mal keinen Damage, dass man ein Force Field, dann setze ich das in die Mitte hin. Und dann kann ich da ja schon mal Turrets bauen, wisst ihr? Okay, Leute, ich versuche das Force Field zu setzen, ja? Mhm. Irgendwo, doch bitte. Jo, schießt auf mich. Jo, ich schieße auch gerade auf ihn. Ein ich Hit. Hab's platziert. Oh, der hat einen guten Hit bekommen. Okay, ist platziert. Ich bin nämlich auch da, hallo. Oh Gott, das ist laggy gerade. Ja, übel belastend. Hi. Warte, die fighten auch gegeneinander. Wer ist denn das jetzt, der da gerade fightet?
Ich weiß. Hier sind noch mehr, das sind die zu dritt da gerade. Was? Oh, oh, ich krieg auf jeden Fall Hits. Ich hab beschossen. Beschissen. Ich hab beschissen. Beschissen. Den ich baue. Ich sitze oben auf der Foundation hier. Sehr schön, Jackie. Der sehr gut. Der hat dicke Hits bekommen, der hat 4 Hits bekommen gerade. Der auf dem Pilz, sitzen der kommt jetzt noch aber nach oben. Ja, der auf dem Pilz ist gerade weg, genau. Ich gesehen. Oh, das Forcefield ist da. Sitzen hier noch da oben auf den Pilzen? Nee, sitzt jetzt keiner mehr da. Auf dem Pilz war eben auch noch einer. Ja, der ist nach oben gejumpt, der ist weggerannt. Das Forcefield ist ein bisschen kleiner, dass die Tools rausschauen. Doch, da sitzt wieder einer. Habt einen Hit von mir? Ja, ich sehe ihn auch, ich schieße auch auf. Da, sitzt oben da. So. Hier ist ein Player direkt über unserer Base noch. Ich weiß nicht, wo ihr seid, aber der steht noch genau hier über uns drüber. Genau über euch? Ja. Ach lol, hier, ja. Da, oh. Was auf der Boost? Da stand hier ganz still und heimlich in der Ecke. Ich hätte nur dank Tech-Helm gesehen. Ist er jetzt hingeboostet? Links rum. Da oben fliegt er noch links bei dieser Metallstruktur. Ganz hoch. Jetzt ist er fast wieder über unserem. Jetzt ist er wieder über unserem See. Er ist wieder genau über unserem Forcefield. Ah, da hinten, okay. Da sind durch sogar 2. Ja, einer ist da auf dem Pilz, ne? Ein Dodo, der hat einen Dodo in unsere vorgeworfen. In unseren Outside Tour Tower. Ein Dodo. Ja, in der 74er Dodo. Hat er gerade reingehauen. Ach, da ist die Desmo. Da ist die Desmo gerade über, gegenüber. Ich hab sie gerade gesehen. Was schießt denn hier dagegen? Schießt gegen unser Boss. Ich hab keinen Bock mehr, ohne Spaß. Also, wir müssen uns beim nächsten Mal eine Cape. Redet irgendjemand? Da oben. Die sitzen ganz oben. Versteckt euch in der Bubble, Bastards. Hat er gesagt. Hab ihm einen Hit gegeben. Vor allem, die wollen doch eh nur sinnlos PvP machen. Das bringt ja auch nichts. Irgendjemand im jetzt hier. Alter. Ich glaube, unsere Bubble hat sich schon ein bisschen geärgert. Freut mich ja, muss ich sagen. Ah! Oh. Links. Die hat mich komplett ausgezogen. Ja, mich auch. Wie lange machen wir das? Kannst gerne schreiben, bis 6. Hat das jemand geschrieben? Marvin. Wie lange machen wir was? Das? Ja, ich bin mir, ich weiß nicht, was ich mache. Er ist wieder da links oben. Ein Hit. Nochmal ein Hit. Mein Kopf guckt raus, ich krieg 2 Hits, ich bin tot. Nice. Ja, das Gute ist, du liegst halt hier drin, ne? Ja, ja. War doch der Spaß, der gestern die ganze Zeit Habibi Habibi gesagt hat, oder? War das nicht der Typ? Habibi Habibi, Junge. Ich spring da oben. Ich spring denn da jetzt was mit C4, what the fuck? Komm, Habibi, Habibi, komm, Habibi. Ja, das können sie machen, das ist kein Stress. Ja, Maschinera. Was? Achso. Ich weiß es halt nicht, ob es gerade richtig ist, wo ich den jetzt hinsetze, den Jen, aber ich mach's jetzt einfach. Ja, glaube ich dran. Kleine Änderung kann man ja auch später noch vornehmen. Ja, der ist jetzt auf der Cliff da hinten. Activate. Na, seht ihr den gerade? Nein. Meint ihr, ich kann immer auf die Kante hochgehen? Uff, nö. Oh. Es schlägt ja auf jeden Fall hier ein. No, das ist wohl die Antwort auf meine Frage. Ein. Kann ich mal kurz auf die Kante hochgehen? Nein. Ich hätte mich gerne oben drauf in Heavy platzieren. Kam gestern auch, Habibi will nur, Habibi, ich mag Habibi, bla bla bla. Warte mal, kann das sein, dass du zu viele platziert hast? Mhm. Nee. Doch. Ich weiß nicht, ob wir so hinkommen mit den Turrets, die du gerade platzierst, also mit so vielen. Wir haben jetzt eh keinen PvP-Cooldown, ich platziere die jetzt einfach alle und mach die dann mit Turrets on einfach alle an. Ja, ja, das mach ich auch so. Wie viele, wir brauchen hier absolut, keine Ahnung, 5000 Doorframes, oder? Gefühlt. Ich habe jetzt noch 300. Na, das wird nicht reichen. Nö, aber das sind die schon gecraftet waren. Hab ich erstmal mitgenommen. Okay. Genau, da müssen wir oben drauf noch was bauen. Gesagt, getan, und während ich die ganzen Doorframes außen gesetzt habe, hat Danny in 2x14er Höhe jeweils eine Ebene Turrets platziert und damit war unser Titan Cage auch fertig und ich habe mich nach innen verzogen und innen noch eine kleine Wall gebaut. Mehr ging da leider nicht hin, weil wir einfach überall in der Base das Turret Cap erreicht hatten. Ey, wenn ich wegen Arc Falten krieg, ne? Dann raste ich aus.
Und damit ich keine Sorgesfalten oder Zornesfalten sogar kriegen muss, drückt auf jeden Fall den Like-Button und abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Und schaut bei Gelegenheit bei meinem Partner G-Portal vorbei. Dort gibt es nämlich Server und für euch sogar mit dem Link in der Videobeschreibung 10% günstiger. Ihr spart also und tut mir dabei noch was Gutes. Und jetzt schaut einem Meister beim Turrets einstellen zu. Es ist nämlich wichtig, dass ihr die Turrets auf unterschiedliche Dinge stellt. Also ein Power of Only Survivor, vor allen Dingen Tag Turrets, weil die dann die Leute abschießen, wenn die zum Beispiel auf dem Tag-Rack sitzen. Vergesst das bitte niemals. So Leute, dann seht ihr mein Tagwerk. Wenn ihr euch wundert, warum die Wall so löchrig ist. Mehr Turrets gehen hier nicht hin. Da kann ich leider nichts dran ändern. Das ist leider so. So Leute, ich gehe dann gleich ins Bett. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich hoffe, euch hat es immer Spaß gemacht. Und ja, Peace, Leute. Lasst mal ein Like da für die Arbeit hier.